Leute, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wo zum Teufel ist die? Warum hallt das so stark? Ich bin in meiner neuen Wohnung. Woo! Wenn ihr mir auf Instagram, Twitter, Facebook und so weiter folgt, dann wisst ihr, dass ich ja die letzte Zeit immer nach Wohnungen geguckt habe. Aber ich habe nie was richtig gefunden. Ich war eine Zeit lang echt verzweifelt. Ich dachte, es gibt nur hässliche Wohnungen. Aber dann habe ich doch eine gefunden und da drin stehe ich gerade. Ich wollte nämlich heute noch so ein bisschen streichen. Und ja, ich wollte euch auch einfach mal schon mal so ein bisschen zeigen, wie ich in der Zukunft einfach mal wohnen werde. Ich weiß natürlich nicht für wie lange. Ich freue mich einfach total auf mein eigenes kleines Zuhause hier und das dann einzurichten. Und ich kann euch ja jetzt mal einfach so ein bisschen zeigen, wie ich hier wohnen werde. Ja, also das hier ist mein Wohnzimmer und wie ihr sehen könnt, ist hier ein großes Chaos, weil das alles hier Küchenmöbel sind und halt Pappe von Ikea und so weiter. Wir sind nämlich gerade dabei, eine Küche aufzubauen. Und ja, das ist halt ziemlich viel Arbeit und deswegen liegt hier halt alles rum. Und ja, das hier ist mein Wohnzimmer und wie ihr sehen könnt, habe ich hier noch einen großen Balkon, was ich total schön finde. Und ja, diesen Raum liebe ich total. Ja, hier ist natürlich der Flur und daneben ist mein Schlafzimmer. Da ist auch ganz viel durcheinander, weil hier habe ich die Wand gestrichen. Die war nämlich vorher blau und ich möchte kein Blau. Ich möchte eigentlich einfach alles weiß haben. Auf jeden Fall ist das mein Schlafzimmer. Das ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig groß, aber es reicht vollkommen aus. Hier kommt dann wahrscheinlich da so mein Kleiderschrank hin, mein großer, den ich jetzt in meiner alten Wohnung noch stehen habe. Und ja, vielleicht da mein Bett. Ich weiß es noch nicht so genau. Eigentlich mag ich es ja total gerne, wenn das Bett irgendwie so steht mit beiden, sag schon, Nachttischchen daneben. Aber ich fürchte, das wird nicht funktionieren, weil das einfach zu, der Raum ist einfach zu schmal. Ja, so sieht das hier aus. Und dann habe ich hier sogar noch so eine kleine Abstellkammer. Ich kann leider gerade kein Licht anmachen. Das ist eigentlich auch ganz cool. Dann kann ich hier Schuhregale reintun und ja, meine Jacken und so weiter. Ja, und dann habe ich hier meine Küche und ja, die ist natürlich auch nur ganz klein, aber das reicht mir vollkommen aus. Ich werde in mein Wohnzimmer noch einen Esstisch stellen und dann reicht das eigentlich. Hier kommt einfach nur so eine Küchenzeile von da bis da. Das ist meine kleine Küche. Und zu unserer Linken befindet sich dann mein Badezimmer und da freue ich mich echt drüber, weil ich habe eine Dusche. Und ich habe eine Badewanne. Voll geil. Einfach beides. Und da freue ich mich total drüber. Ja, und das wäre dann auch schon meine Wohnung. Ich finde es richtig schön. Also ich weiß schon, dass ich mich hier auf jeden Fall wohlfühlen werde. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich meine Möbel so stellen möchte, wie ich hier zum Beispiel im Wohnzimmer eine Couch stellen möchte. Da möchte ich mir nämlich noch so eine große Wohnlandschaft kaufen, die ich hier reinstelle. Dann muss hier auch ein Esstisch rein, wie gesagt. Und mein Schreibtisch muss hier rein, weil in mein Schlafzimmer möchte ich noch meinen Schminktisch stellen, wahrscheinlich irgendwie hier so und halt meinen Schrank und mein Bett und dann ist der Raum eigentlich auch voll und deswegen muss ich halt in meinem Wohnzimmer schauen, dass ich da noch meinen Arbeitsplatz einrichte, weil ja dann im Oktober auch schon mein Fernstudium beginnen wird und bis dahin möchte ich hier auf jeden Fall komplett eingezogen sein. Also ich darf ab Oktober einziehen, habe aber jetzt schon Schlüssel und kann hier schon so ein bisschen aufbauen und putzen muss ich auch mal und streichen und so. Ja, das wollte ich euch eigentlich nur mal zeigen, weil ich das eigentlich, also ich persönlich würde es voll interessant finden, bei anderen Leuten zu sehen, was sie jetzt für eine Wohnung haben und so. Und ich hatte einfach jetzt keine Zeit noch für Sonntag, also für heute, noch ein Video zu drehen, weil ich einfach hier wahnsinnig beschäftigt bin, wie ihr sehen könnt. Ich bin hier am Streichen, wir sind rumfahren, Möbel kaufen, Küche aufbauen und so weiter und so fort. Am Samstag, also gestern für euch, habe ich dann die Möbel geholt. Okay, das ist voll komisch, so in der Zukunft zu reden. Also heute haben wir Donnerstag und Samstag holen wir dann die Möbel aus meiner alten Wohnung und schleppen die dann hier hoch und so. Mehr wollte ich euch gar nicht zeigen, beziehungsweise mehr kann ich euch ja auch noch gar nicht zeigen. Hier ist ja noch nichts Wahnsinniges, was ich euch zeigen kann. Und ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr gerne für Videos sehen möchtet mit meiner neuen Wohnung. Ich denke mal, ich mache euch eine Roomtour von dem Wohnzimmer hier, wo ich gerade stehe. Das ist nämlich eigentlich so der coolste Raum, den man auch am coolsten irgendwie einrichten kann, weil er halt schön groß ist. Und oh, ich liebe einfach diese Türen da an dem Balkon, wenn ich da so hingucke. Da freue ich mich schon einfach hier vor diesen großen Türen meine Videos zu drehen. Und dann muss ich schauen, dass ich hier so den Hintergrund schön gestalte. Und ja, ich freue mich total. Oh,
ich liebe es. Ja, und jetzt warte ich eigentlich nur auf meine Mami, damit wir die restlichen Küchenmöbel noch hochtragen können. Und ja, das wäre es dann eigentlich. Streichen und ja, Samstag die Möbel holen. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, euch hat das einfach mal gefallen. So ein kleiner Vlog, wo ich hier einfach nur dumm in meiner leeren Wohnung rumlaufe. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Und dann sehen wir uns hoffentlich am Mittwoch wieder, wenn ich es denn schaffe. Weil ihr wisst ja, umziehen und so ist ziemlich stressig. Aber ich werde es versuchen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss!